Herzlich willkommen zum Sporttalk der Salzburger Nachrichten, heute am Tag des Sports hier am Salzburger Residenzplatz. Es ist schon viel los und bei mir ist ein ganz Prominenter da, der Mr. Saalbach Ski-WM 2025 und Präsident des Salzburger Landesskiverbands. Servus Bartel Gensbichler. Hallo, grüß euch, danke für die Einladung. Es freut mich riesig, dass wir da sitzen und was plaudern können. Und vor allen Dingen rund 150 Tage vor der Ski-WM, vor der beginnenden im Februar. Wir schwitzen ein bisschen, da freut man sich schon wieder auf den Schnee. Absolut, jetzt ist es noch heiß, da passt es auch und es wird jetzt dann schon der Herbst die kühle Witterung eintreffen und gegen Ende November hoffen wir, dass wir viel Schnee kriegen. Ganz genau, man sieht ja überall auf den Bergen oben, es fehlt noch Schnee eigentlich, was ja eigentlich egal ist jetzt, aber jetzt beginnt ja für euch richtig die heiße Phase, gell? Im wahrsten Sinne des Wortes. Absolut, es geht alles ins Finale, in der Infrastruktur, die ganzen letzten Adaptierungen, Bauten gehen dem Ende zu, passt alles. Auf der Piste sind wir eigentlich fertig, da geht es noch um ein paar Verstärkungen der Schneeanlage, aber sonst sind wir dann startklar. Man merkt irgendwo, die Vorfreude beginnt jetzt langsam schon zu steigen. Die ganzen Vorbereitungen, ich glaube Lawinenverbauung war jetzt auch ein Thema bei euch drinnen. Ihr habt ja einiges zu tun noch gehabt, was die Struktur betrifft. Absolut, das ist alles natürlich in dem Zug jetzt super gelungen und da sind wir, glaube ich, da spürt uns jetzt schon das Wetter auch ein bisschen mit. Dorfstraßengeschichte wird fertig, das Busterminal wird auch noch fertig und die Notstraßen. Also im Grunde genommen sind wir im Zeitplan und wir freuen uns riesig, wann dann der Schnee kommt und wann wir dann sagen, und jetzt arbeiten wir drauf hin und dann kann es losgehen im Februar. Eines, ich glaube, ich kann mich gerade erinnern, dass ich dich gefragt hätte, das Comeback von Marcel Hirscher ist ja sicher auch ein Thema im Tal drinnen gewesen. Könnte noch zusätzlich einen Push für die ganze Veranstaltung geben? Das ist absolut klar. So ein Mann wie der Marcel, der hat eine Ausstrahlung, das geht einfach weltweit noch. Und jetzt sagt Holland, ist sowieso ein Skiland da, für das, dass er ja jetzt fährt. Und für uns natürlich sicher ein Highlight. Wir hoffen, oder ich sage auch persönlich, dass alles gut geht, dass er sich nicht verletzt, gar nichts, sondern dass er mit vollem Elan sagen kann, ich komme zur WM, ich fahre mit und wenn der Marcel mitfährt, wo der er kommt, dann will er Medaillen fahren. Das denke ich auch diesmal allerdings für Holland dann, leider. Aber wie oft bist du jetzt schon auf die WM 1991, die Sonnen-WM damals angesprochen worden in den letzten Wochen und Monaten? Ja, ist so, wir haben ja schon mit 91, da war ich schon Rennleiter und das war natürlich damals schon ein Highlight. Wir hoffen, wir beten, dass das wieder so kommt. Ich habe ja vorher gesagt, in Courchevel habe ich gesagt, die haben unser Wetter ausgeliehen, das nehmen wir jetzt wieder mit. Und das ist für jede Veranstaltung einfach ein, wenn man ein schönes Wetter hat, geht alles vom kleinen Finger aus und mit dem rechnen wir und das werden wir einbringen. Und vor allem, was du gesagt hast, Rennleiter damals, es geht ja in der Generation Gänselbichler weiter jetzt. Ja, absolut. Es ist so, dass mein Sohnemann jetzt bei den Damen Rennleiter ist. Es ist so, ist ja auf der Streckenchef bei den Stegers so. Und wir haben da schon einige Familien, die da mit dabei sind immer. Und wir wollen das im Skiclub auch so weiter mit Elan weiterbringen, dass die Jungen jetzt reinhupfen nach der WM und sagen, wir wollen das weiterführen, was da aufgebaut wurde. Da sage ich danke, Bartel Gensbichler, für deine Expertise und deine Ankündigung und deine Vorfreude. Man sieht, die Emotion ist vor Saalbach 2025 da. Das war der Sporttalk in heißen Temperaturen zu einem kühlen Thema zur Ski-WM. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Interviews.